Ja, Mauro Jörg, zweite Duell gegen Meister innerhalb von 24 Stunden. Was war heute anders als gestern, abgesehen vom Resultat? Ja, das Gefühl, gestern war fast ein besseres, höheres Niveau über das ganze Spiel. Aber heute waren die kleinen Sachen, die sicher ausschlaggebend waren. Es sind ein kuriose Goal gegeben. Ja, ich glaube, wir sind sehr gut gestartet, aber nachher haben wir im zweiten Drittel ein bisschen nachgelassen und haben sie dort ins Spiel geholt. Aber ja, ich glaube, schlussendlich können wir zufrieden sein mit unserer Leistung. Jetzt haben wir die zwei Duelle gehabt. Viele haben davon geredet in der Hockey-Schweiz. Ja, das könnten dann die zwei Teams sein, die vielleicht Ende Saison auch wieder aufeinandertreffen. Was habt ihr jetzt für ein Gefühl gehabt, wenn ihr jetzt die zwei Matches gegen Zug gespielt habt? Ja, ich glaube, für uns sind es sicher sehr, sehr wichtige Spiele gewesen. Ich glaube, wir haben Ambitionen, das ist so. Und um so Ambitionen zu haben, ist das ein super Test für uns, um zweimal gegen so einen guten Gegner zu spielen wie Zug. Und ja, es gibt sicher Sachen, die wir verbessern können. Es hat Sachen gehabt, die wir gut gemacht haben. Und das werden wir sicher auch anschauen und in den nächsten Spielen besser machen. Grundsätzlich kann man sagen, Freiburg ist auf Kurs, nach wie vor alles in der eigenen Hand für den Quali-Sieg. Ist das Fernziel, das ihr habt, jetzt mal für die Schlussphase von dieser Meisterschaft? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen sicher dort oben bleiben. Ich glaube, wir haben daheim sehr, sehr gute Spielzeit gehabt. Das werden wir sicher so beibehalten. Und ja, auf Sicht auf Playoff, wenn wir uns den Vorteil schaffen.